Xavi sieht Kimmich bei Barca. Barca-Legende Xavi sieht in Bayern-Star Joshua Kimmich den perfekten Spieler für das Mittelfeld der Katalanen. Für ein Doppelinterview mit der Sportbild trafen Xavi und Kimmich jetzt während des Bayern-Trainingslagers in Katar aufeinander. Du wärst von der Spielweise her der perfekte Spieler für den FC Barcelona, ließ der ehemalige Weltstar den Münchner wissen. Er kann auf mehreren Positionen einer der besten Spieler im Weltfußball sein, vielleicht ist er es sogar schon, sagte er. Das unterscheidet ihn von mir. Ich konnte auf einer Position spielen. Er ist variabel. BVB verbietet Bayern-Wechsel. Wie die Sportbild berichtet, haben die Dortmunder intern ein Wechselverbot für ihre Spieler zum Rekordmeister festgelegt. Schließlich wolle man in den kommenden Jahren den Bayern dauerhaft den Titel streitig machen. Dass im nächsten Jahr einer von unseren Jungs das Trikot von Bayern München trägt, würde ich ausschließen. Wir haben da ein bisschen vorgesorgt. Bei uns gibt es keine Ausstiegsklausel, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky. In der Vergangenheit verließen immer wieder Stars wie Mats Hummels oder Robert Lewandowski den BVB in Richtung München. Schalke macht Kasse mit Sané. Der FC Schalke darf auf weitere Millionen im Zusammenhang mit dem Wechsel von Leroy Sané zu Manchester City hoffen. 2016 wechselte der deutsche Nationalspieler für 50 Millionen Euro nach England. Der Bundesligist hat sich laut Sportbild weitere Bonuszahlungen vertraglich zusichern lassen. Schalke soll bis 2021 von den Citizens jeweils 1 Million Euro bekommen, falls sie die Champions League gewinnen. Zudem soll eine Prämie in Höhe von 500.000 Euro fällig werden, sollten Sané pro Spielzeit mindestens 15 Tore gelingen. Horn glaubt an Nationalteam. Torhüter Timo Horn vom 1. FC Köln hat das Thema Nationalmannschaft noch nicht abgehakt. Meine Ziele beim DFB habe ich trotz der zweiten Liga nicht verworfen, sagte der 25-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Er komme jetzt ins beste Torwartalter, führte Horn aus. Da möchte ich voll angreifen, das ist keine Frage. Zumal nun langsam ein Generationswechsel im Nationalteam vollzogen werde.